Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Metro Prime. Aber ich habe mich entschieden, dass ich jetzt eigentlich... Ja, da gibt es auch noch so Sachen. Aber nein. Wir werden jetzt erstmal normal weitermachen. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Hier war ich doch eben gerade. Von hier bin ich gekommen, wa? Nicht schlecht. Obwohl, naja gut, dann sind wir ja doch fast auf dem Weg. War das jetzt so? Hinter mir. Schlecht. So, okay, dann gehen wir doch hier lang. Oh. Wir nehmen doch etwas den längeren Weg. Es ist ja auch einfach auch noch viele Sachen. Ah. Angst. Einfach ausweichen. Ich weiß, einfach ist gut. Schon gesehen, mein Freund. Haha. Da ist noch einer. Haha, geil. Ist da genau reingesprungen. Oh, stimmt, die gehen da runter. So, und zwar hier ist definitiv einer. Und der ist so ätzend. Ich kann mich erinnern, dass ich da immer so eine Probleme hatte. Mit den Artefakt. Wir haben doch hier mal, mich erinnert. Hier war das, glaube ich. Genau. Hier haben wir es ja. Das ist so ein scheiß Artefakt. Man kommt hier. Man, ich weiß nicht, wie man. Also bis heute verstehe ich es einfach nicht, wie man hier offiziell so richtig raufkommen soll. Man schafft es wohl mit einem ganz speziellen, ganz normalen Sprung, aber irgendwie eine ganz speziellen Stelle. Ich klatsche hier mal runter, Alter. Das ist zum Kotzen. Geht schon wieder los. Freunde, ist es so doof? Dann sieht man hier nichts. Hey, seht ihr? Das ist das, was ich meine. Was soll der Scheiß? Mann, ein Meter, ey. Nein, jetzt bin ich rübergelaufen. Okay, ich hab's aber vielleicht jetzt so. Ja. Ich muss wirklich sehr spät den letzten Sprung erst machen. War ein Missile-Container? War das nicht ein... Okay, ich hatte eine Erinnerung, dass es, dass es ein Artefakt war. Aber es war kein Artefakt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ist das richtig? Ne, hier nicht lang, sondern da oben war. Ja. Da unten geht's woanders lang. Ja, jetzt sind wir den offiziellen, aber wir kriegen eben halt die ganzen Items. Da unten müssen wir auch nicht mehr lang. Ha! Bin früher immer noch da unten lang gegangen, weil ich immer gar nicht so genau gewusst habe, dass man da... Ach, dann war das hier. Oder? Ich hab jetzt nichts gehört. Nee. Doch nicht hier. Ich hätte gedacht, dass es hier war. Naja, gut. Oder hier. Mann, ich weiß, dass es um so ein Raum war. So, ich habe keinen Bock, mich mit den lange hier zu beschäftigen. Aber wenn es soweit ist, sag ich mal, wir kriegen ja eh die Informationen, wo die Artefakte sind, welchen... Oh ne, den ignoriere ich jetzt. Ich glaube, der war es auch nicht.
Doch. Ah, seht ihr? Gut, dann war das ja einmal so sinnlos. Wie er die ganze Zeit im Hintergrund rumwackelt. Okay, cool. Ah, ich habe ihn in den Flug getroffen. Ja, das ist mir jetzt egal. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ah, den hätte ich fast in der Augen getroffen. Speichern könnten wir mal machen. Ist schon lange her, dass ich gespeichert habe. Und dann müssen wir, wie gesagt, zu den geheiligten Ruinen, oder? Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Das habe ich jetzt, glaube ich, verwechselt. Ja. Stimmt. Habe ich auf jeden Fall verwechselt. Zu den Schurzo-Ruinen zurück. Wo, hier sind doch noch Sturzsegler. Die kommen ja schon runter, bevor ich sie überhaupt sehen kann. Oh Mann. Scheiß Fliegen nervt mich wieder. Ach, natürlich geht er genau in dem Moment nach oben. Boah. Okay. Jetzt sind wir aber oben, oder? Ja, gut. So viele Sachen, die wir noch machen müssten und könnten, ey. Ha. Aber ich würde sagen, dass ich mache das jetzt nur, was immer so schön auf dem Weg ist und so. Also das ist eh in einer Phasermine, das hätte ich schon gerne vorher gemacht. Aber vielleicht mache ich das auch noch, weil dann gehe ich nochmal offiziell von vorne wieder rein, ganz normal, also so Hauptangangsmäßig und schlagen uns so ein bisschen da durch. So, wo sind wir jetzt? Ach ja, sind wir ja auch schon. Ist ja perfekt. Das war ja so fast die bessere Wahl. Ach, gibt's auch noch so. Aber hier brauchen wir einen Grapple Beam. Wir müssen. Ich hab's auch nur so. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. War das überhaupt hier? Warte. Ich glaube, ich bin total falsch. Scheibenkleister. Wir müssen. Ich hätte gerne trotzdem die Sachen hier. Naja, das krieg ich nicht. Wie gesagt, was ist das hier nochmal? Achso, das ist mit dem Wasser. Da könnten wir jetzt auch hin. Ach, so ein Mist. Oh, verdammt, jetzt habe ich es verpasst. Wie bin ich denn auf das hier gekommen? Total falsch, es war ja richtig, Freunde, da. Ich hätte. Okay, Freunde, aber das tue ich euch jetzt wirklich nicht an, weil das ist jetzt mein Verdienst. Da werde ich cutten. Nicht kacken, sondern cutten. Ach, ich glaube, dahin gehe ich noch, oder? Denn es ist nicht ganz umsonst. Und wir müssen doch zur Eiswüste. Glaube ich. Ich wurde auch mal darauf angesprochen, warum ich mir das eigentlich nicht merken kann, weil ich das doch eigentlich so immer so gerne gespielt habe. Das ist richtig. Aber bei mir, ich hatte es auch denjenigen schon erklärt, ist das auch schon ewig, wirklich ewig her, dass ich das gespielt habe. Echt, das rede jetzt hier von mehreren Jahren schon. Und seitdem habe ich das auch kaum eigentlich nochmal gespielt. Gab es nämlich noch die anderen Teile. Ja, und so. Es kam zu dem Zeitpunkt halt auch noch viel, wie gesagt, die anderen Teile. Ach nein, Alter. Ignorieren einfach. Bloß nicht mit denen unsere Zeit vergeulen. Muss mal aufpassen, dass er mich nicht runterkickt oder so. Genau, das zum Beispiel. Das machen sie ganz gerne mal. So, hier haben wir auch den Wavebuster bekommen.
Also das sind die zwei, oder nee, das sind die allernervigsten Kreaturen, glaube ich. Würde ich schon so wirklich dazu sagen. So, und hier kommen wir jetzt nämlich auch lang. Weiß gar nicht. Bestimmt auch ein Artefakt. Viel macht man hier eigentlich auch. Vier Artefakte. Ja, wenn ich es jetzt mache, brauche ich es später nicht machen. Oder? Sieht doch auch so. Ach, brauchen wir jetzt nicht zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich euch die Story auch durchlesen lassen habe, aber ach. Vielleicht mache ich mal sowas als extra Part. Aber ich glaube, das Interesse darin ging, wirklich ganz genau das durchzulesen, was die Show zusätzlich als Story und Piraten. Aber eigentlich ist es schon ziemlich geil, was sie da schreiben. So, was habe ich gesagt? Ich cutte jetzt kurz, wa? Und dann zu Eiswüste vom Fendrana vorhin. Da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun, ey. Okay, bis gleich. Da bin ich doch nochmal. Ich habe die Geister hier besiegt noch schnell, weil ich habe hier nämlich beim Vorbeispringen, in dem Moment, da ich aber schon Schüsse sah und so, habe ich noch was gehört. Und zwar ein Item. Warum habe ich das nicht vorher schon geholt mehr? Gut, musstet ihr euch das wenigstens auch nicht antun. Ha, war? Schätze ich mal, habe ich da auch ganz gut eben rausgecuttet. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich schon gar nicht mehr gewusst, das Item. Schlecht. Bis gleich. Wenn ich noch was finde, cutte ich wieder rein. Ciao. Vielleicht genau. Ich muss sehen, was ich noch mache. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Wir sind... Ich bin noch ein bisschen schlendern gegangen. Ich hatte gerade irgendwie nicht so Lust, da weiterzumachen. Weil, wenn ich jetzt gerade schon hier bin, ich bin immer gerne... Der perfektioniert alles gerne, so einer. Und zwar bin ich hier, wo wir den Schadspiel mal erhalten haben. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Hier oben. Ja. Und zwar hatten wir nämlich hier auch nochmal eine Stelle, wo wir unter Wasser gehen konnten. Und hier ist ein... Oh, so ein Missile-Container. Das sind so eine fiese... Das finde ich, muss ich sagen, das sind echt fiese Verstecke. Und der, guckt mal hier. Der ist... Der wird auch nicht verzeichnet, ja, der Raum. Er ist schon ganz schön mies gemacht, muss ich mal so sagen. Aufgefallen ist der mir früher, weil ich hier unten einfach schon lang konnte. Also erstmal wegen der Schräge ist es aufgefallen und dann bin ich da lang gekommen und habe gesehen, hä, das ist ja außerhalb der Karte, dann habe ich gesehen, ach, man kann ja oben runter überspringen. Also hochspringen. Okay. Ich mache nochmal einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ich wieder, Freunde. Ah, seid zufrieden, dass ich euch den Stress mit diesen scheiß Shotsos, Shotsu-Geistern erspart habe. Ist echt... ätzend. Jetzt kommen wir nämlich hier lang. Wir haben hier eine Rampe uns sozusagen aufgemacht. Und von daher kommen wir jetzt hier endlich weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ob das der richtige Weg sogar ist. Ob ich doch richtig lag mit den... Ach, kannst du mal gucken. Nee, wir sind... Nee. Hä? Nee, also das stimmt nicht. Das... Oder? Wartet mal. Ach ja! Ach, shit. Oh, ich hab nichts gesagt, Freunde. Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, ich erinnere mich jetzt gänzlich wieder dran. Na klar. Also, wir müssen nochmal in die Phasomminen zurück. Mann. Aber wir machen das noch. Ich würde das jetzt noch machen. Der Part ist eh vorbei. Genau. Aber ich will mir noch eben das hier holen. Oh, nein. Gut. Noch eben diese Sache hier holen. Und in der nächsten Folge... Ach so, hier sieht man jetzt auf einmal einen Schatten. Früher musste ich raten. Weil das, wie gesagt, alles so dunkel ist immer. Oh, da habe ich Glück gehabt. Normalerweise hauen die einen runter. Okay. Sonst musste ich immer raten, wo die runterfallen können. Alles klar, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, ob ich dann schon wieder in der Story sozusagen weitermache. Oh Mann, das ist schlecht von mir gewesen. Stimmt ja. Oh, das ist echt...
Das ist teilweise so lange her, ich wusste nicht mehr, wie ich zu diesem einen Ort hinkam. Aber wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Goodbye und ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.